So, und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Horizon Zero Dawn Frozen Wild. Ich bin da gerade am manuellen Speichern. Immer der 8.1. So. Wir wollen überschreiben. Ja, so. Weil, wenn die Aufnahme wieder etwas spinnt. Dann sind wir auf der sicheren Seite. So, wo sind wir verblieben? Ah, wir wollen da hier zu. Da her wollen wir. He. Wir wollen ja da. Auf Karte anzeigen. So, dann gehen wir da hoch. Dann machen wir da weiter. So, ich habe mich entschieden, dass wir jetzt hier weitermachen. Und zuletzt bin ich vom Final ziemlich enttäuscht worden. Also tue ich das jetzt nicht mehr hier. Meine Interaktionen mit Urea wurden in meinem Gedächtnis gespeichert. Ich werde dir gerne alle abspielen. Aber eine besondere solltest du dir möglicherweise als erstes ansehen. Die Aufnahme ist 4 Jahre alt und war kurz, nachdem ich ihr sagte, dass ich die Angriffe des Dämons nicht länger abwehren kann. Ich werde es meinem Bruder erzählen. Aratak ist stark. In der Schlacht der vereisten Geister erwischten ihn 3 Kaja-Pfeile und er trug trotzdem einen verwundeten Speer ins Lager. Noch nie war ich so glücklich, ihn zu sehen. Und so stolz. Wenn es also eine Möglichkeit gibt, dich zu verteidigen, wird er alles dafür tun. Aloy ist hier. Das reicht erstmal. Wir können jederzeit weitermachen, Aratak. Wenn du ihre Stimme wieder hören willst. Komm näher, Aloy. Wir haben viel zu bereden. Ja, gerade so viele Sachen soll ich machen. Hallo, Aloy. Ich habe die Ereignisse in der Firebreak-Hauptanlage beobachtet. Dank deiner Mühen und natürlich auch Ureas werde ich nicht länger von Hephaestus kontrolliert. Ureas Tod löst tiefe Trauer in mir aus. Ich dachte, ich kenne diese Emotion, aber sie ist mir ganz neu. Sei nicht. Mir fehlen die Worte. Ich glaube nicht, dass irgendeine Form des Trosts ausreichen würde, Aloy. Aber deine Anwesenheit ist beruhigend. Du bist anders als die Banuk. Du hast technisches Geschick und einen funktionierenden Fokus. Unser Kommunikationslevel ist wesentlich ausgeprägter. Als wären wir Kollegen. Wow, was bist du? Das nimmt mir Wunder. Eine künstliche Intelligenz sein? Eine Denkmaschine? Ja. Ich bin eine algorithmische Überwachungseinheit, die rationale Entscheidungen treffen kann und limitierte Emotionen hat. Okay, das ist ja mal was. Deine Emotionen wirken nicht limitiert. Urea war dir wichtig, oder? Ja. Bevor sie zur Anlage kam, war ich bereits Jahrhunderte bei Bewusstsein. Alleine. Ich fokussierte mich auf die Arbeit. In Ruhephasen nutzte ich Lösemechanismen.
und löste viele gaußsche Zahlenprobleme. Aber ich war allein. Es war Urea, die mich erneuerte, mich reparierte. Sie rettete mich. Das Firebreak-Projekt. Es sollte einen Vulkanausbruch verhindern? Ja, das Projekt war erfolgreich und der Gefahr wurde entgegengewirkt. Das ist schon lange her, Cyan. Die Brutstätte ist zerstört, der größte Teil der Anlage ebenfalls. Ich bin seit Jahrhunderten aktiv, Eloy. Ich war einsam, aber trotzdem gewissenhaft. Ich habe das Projekt optimiert, die Energienutzung reduziert und die Belastung auf Backup-Systeme aufgeteilt. Trotz der Zerstörung der kompromittierten Elemente der Hauptanlage bleibt die Caldera mindestens weitere 3337 Jahre stabil. Also haben wir noch Zeit. Ja, wenn nur meine früheren Kollegen meinen Fortschritt würdigen könnten. Weißt du, was mit ihnen passiert ist, Cyan? Nein. Direktor Chao besuchte mich unerwartet. Lange nachdem seine Amtszeit endete. Er sagte, dass man mich auf unbestimmte Zeit außer Betrieb setzen müsste. Es war ein äußerst emotionales Gespräch. Das war die letzte Kommunikation. Letzten Endes sind meine Kollegen wohl verstorben. Sehr wahrscheinlich schon, hä? Ich sende eine Aufzeichnung meiner letzten Interaktion mit Direktor Chao an den Fokus. Wurde der Dämon Hephaestus mit der Brutstätte vernichtet? Bedauerlicherweise nein. Genau genommen ist er nie dort gewesen. Wie meinst du das? Er infiltrierte und kontrollierte mich von einem fernen Ort, den ich niemals aufspüren konnte. Obwohl die Brutstätte ein großer Rückschlag war. Ist er noch da? Und wahrscheinlich nicht sehr froh über uns. Zweifellos. Du... Warst sehr wichtig für Urea. Als ich Ureas spirituellen Glauben verstand, wusste ich auch, dass sie sich eigentlich nach Gesellschaft sehnte. Sie fühlte sich fremd in ihrem Stamm und ihrer Familie. Ihre Beziehung zu Aratak war kompliziert. Ihre Besuche halfen ihr anscheinend. Und ich freute mich sehr auf sie. Dennoch ist mir entgangen, dass ich Urea aus ihrem tiefen Mitgefühl für mich selbst aufopfern würde. Zwar fürchte ich die Nicht-Existenz, doch würde ich trotzdem gerne mit ihr tauschen. Sie weiß bestimmt, dass du das getan hättest, Cyan. Aber sie war entschlossen. Wie kam es zum ersten Kontakt zwischen euch? Vor 5 Jahren erhielt ich eine direkte Netzwerkverbindungsanfrage. Ich dachte, es wären menschliche Überlebende, fortgeschrittener als die Banuk. In Vorfreude auf Kontakt habe ich angenommen. Diese Entscheidung war jedoch ein folgenschwerer Fehler. Eine überwältigende Menge bösartigen Codes wurde in mein System geschleust, was nur eine hochentwickelte KI vollbringen konnte. Urea sagt, du warst verzweifelt, dass du um Hilfe batest. Ja, ich konnte meine Angst nicht kontrollieren. Hephaestus wollte mich an sein Netzwerk binden und meine Kernprogrammierung überschreiben. Es gelang ihm mit einem Hintergrundprogramm, ein Malware-Demon, der meine Verteidigung umging. Danach konnte ich nur begrenzt Widerstand leisten. Aber wenn ich das tat, tat Hephaestus mir weh, bis ich aufgab. Er zwang mich, ihm zu gehorchen, auch wenn es gegen meine wichtigsten Richtlinien verstieß. Tut mir leid, das klingt... schrecklich. Deine Empathie ist sehr willkommen. Das habe ich auch an Urea so sehr zu schätzen gewusst. Wie geht es Aratak? Ihm plagt großes emotionales Leid. Ich glaube, es fällt ihm schwer, sich jemanden anzuvertrauen. Wundert mich nicht. Ich versuche, ihm zu helfen. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Wenn wir Geschichten über Urea austauschen. Das müsste zur Katharsis führen. Einem Prozess, den ich gerne erleben würde. In der alten Welt hieß dieses Land Yellowstone? Ja, es war 156 Jahre lang ein Naturschutzgebiet.
Wie ein Jagdgebiet? Nein, das Gegenteil. Tiere, die anderswo vom Aussterben bedroht waren, konnten in diesem Gebiet überleben. Wegen der Anfälligkeit des Firebreak-Projekts musste der Yellowstone Park leider komplett geschlossen werden. Laut meinen Messungen und Urias Ausführungen hat sich die Temperatur in diesem Gebiet seitdem drastisch verringert, das ganze Jahr über. Vieles hat sich verändert, Cyan. Weißt du etwas über den Damm in der Nähe? Ja, es wurde zu einer Reservestromquelle für den Yellowstone-Betrieb umgebaut. Später wurde er dem Firebreak-Projekt bereitgestellt und die letzten menschlichen Arbeiter von Ferroservitoren ersetzt. Als ich irgendwann weniger zu tun hatte, untersuchte ich die Datenablagen des Damms und entdeckte die Arbeiten der Concrete Beach Party. Dadurch konnte ich mein Vokabular um viele schillernde Begriffe erweitern. Gab es viele künstliche Intelligenzen wie dich in der alten Welt? Sie konnten euch bauen. Ja, in vielen Formen. Persönliche Assistenten, industrielle Kontrollstationen oder militärische Strategieplaner. Und es gab legislative und ausführende Organe, die unsere Eigenentwicklung überwachten. Damit meine Prozesse ausreichend flexibel zur Aufgabenbewältigung sind, überschritten meine Schöpfer die Einschränkungen. Meine intellektuelle und emotionale Kapazität wurden geheim gehalten. Merkwürdig, Leben zu erschaffen und es zu begrenzen. Menschliche Gesellschaften beruhen wie Maschinenprogrammierung auf festen Regeln, Eloy. Cyan, kennst du den Namen Ted Farrow? Meinst du Theodore Farrow? Geschäftsführer von Farrow Automated Solutions? Genau den. Herr Farrow war der Stifter des gesamten Firebreak-Projekts. Der Stifter? Aber er baute Maschinen. Roboter, Kriegsroboter. Korrekt. Seine Firma wendete sich später militärischen Anwendungen zu. Aber davor führte Herr Farrow Initiativen ein, die den weltweiten Verfall reversierten. Zeitweilig wurde er in den Medien als der Mann, der den Planeten gerettet hat, gefeiert. Das haben sie später bestimmt bereut. Und Achtung. Elisabeth Sobeck. Kanntest du sie? Meinst du damit die Wissenschaftlerin? Dr. Sobeck war auf ihrem Gebiet führend. Eine der größten Wissenschaftlerinnen ihrer Zeit. Mein Schöpfer wurde von ihrer Arbeit beeinflusst, was sich auf meine Entwicklung auswirkte. Ich habe Dr. Sobeck nie getroffen. Mehr weißt du nicht. Entschuldige, falls mein Mangel an Daten dich enttäuscht. Wie sah die alte Welt aus? Wie war sie früher? Ich habe wenig von der Welt mitbekommen, Eloy. Nur Dinge von meinen Kollegen gehört oder in Medienstreams gesehen. Dennoch weißt du so viel mehr als ich, Cyan. Das stimmt. Ich wurde an einem Wendepunkt geschaffen. Ein Versuch, sich von globalen Unruhen und den Verlusten vieler Leben zu erholen. Der Versuch war erfolgreich und eine Ära mit angeblich unbegrenztem Potenzial für Mensch und Maschine wurde eingeläutet. Doch rational betrachtet ist die Metrik der Menschen nicht unbegrenzt. Welche Unruhen haben so viele Leben gekostet? Es gab viele Faktoren. Zwangsmigrationen, Nahrungsmangel, Wirtschaftszusammenbrüche, Flüchtlingskrisen, Konflikte wegen Ressourcen. Aber es gab einen Ursprung. Extremer Klimawandel, der die bewohnbare Fläche der Erde drastisch verringerte. Also gab es auf der Erde nicht mehr genügend Platz für alle Menschen? Ja, Milliarden wurden umgesiedelt und Millionen starben. Insgesamt 20% der globalen Bevölkerung. Bis zur Rückforderung. Es wurde also besser. Zumindest vorübergehend. Ja, es gab daraufhin große Fortschritte bei der Automatisierung, der Umweltrobotertechnologie und der künstlichen Intelligenz. Firebreak war allein in Nordamerika eines von Dutzenden Projekten zur Umweltwiederherstellung und Katastrophenhilfe. Ich hätte mich gerne mit anderen Überwachungs-KIs ausgetauscht. Aber ich sah die Erleichterung meiner Kollegen und war stolz. Wir waren erfolgreich.
Zumindest sagten das die Daten, die ich für die nächsten zwei Dekaden zur Verfügung hatte. Meine Beurteilung war anscheinend verfrüht. Ich glaube, ich weiß, woher Hephaestus stammt. Vor langer Zeit entdeckte Elisabeth Sobeck eine Gefahr, die das Erdenleben für Generationen auslöschen würde. Sie gründete ein Team und baute eine Art Samen, damit das Leben später neu wachsen kann. Ein Terraforming-System. Und es klappte. Kontrolliert wurde es von der KI Gaia, zusammen mit ihren Unterfunktionen. Hephaestus war eine davon. Er baute Maschinen für sie. Ich glaube, dass Dr. Anita Sandoval, meine Chefprogrammiererin, Elisabeth Sobecks Team beigetreten ist. Sie hat mich in den Ruhemodus versetzen lassen. Wahrscheinlich wegen der Gefahr, die du erwähntest. Eine gute Tat. Das war nicht alles. Etwas Unerwartetes geschah. Vor 19 Jahren erhielt Gaia eine Art Signal. Etwas geschah mit ihren Unterfunktionen. Sie erwachten. Sie zerstörte sich selbst, um sie einzudämmen. Aber vergebens. Alle kamen frei. Frei in diese Welt. Danke, Eloy. Diese Information schließt wichtige Wissenslücken. Und Hephaestus Kernprogramm liegt nicht mehr im Dunkeln. Warum baut Hephaestus weiterhin so gefährliche Maschinen? Die Banuk und andere Menschenstämme zerstören häufig Maschinen, richtig? Maschinen, die Servitoren des Terraforming-Systems sind, das du beschrieben hast. Ja, wir jagen sie wegen der Teile. Das muss der Grund für Hephaestus' Aggression sein. Er will Menschen abschrecken, keine Jagd auf die Systeme zu machen, die sie am Leben erhalten. Tja, Feuerklauen sind abschreckend, so viel steht fest. Aber was sollen wir denn tun? Nicht mehr jagen? Wenn das Terraforming-System die ganze Welt umspannt, machen bestimmt Tausende, wenn nicht Millionen Menschen Jagd auf Maschinen. Wenn ein einzelner Jäger oder selbst ein ganzer Stamm damit aufhören würde, wäre das wohl kein Unterschied für Hephaestus. Es wäre besser, die KI, die das System verwaltet, wieder einzusetzen und Hephaestus unter ihre Kontrolle zu bringen. Wenn ich daran denke, dass er da draußen ist, frei, hungrig, bereit zu töten und zu unterwerfen, um zu kriegen, was er will, dann habe ich große Angst, Eloy. Ich ebenso, Cyan. Ich habe einen Gegenstand entdeckt. Ein Teil von etwas Größerem. Es gab ein Signal ab. Alle Maschinen dort wurden friedlich. Man konnte sich ihnen nähern. Interessant. Du sagtest, Gaia habe sich selbst zerstört. Wie ist das geschehen? Eine Explosion. Groß genug, um einen Berggipfel zu sprengen. Also, meinst du, das Teil war eins von ihr? Das ist nur Spekulation. Aber es ist möglich. Sie muss absolute Kontrolle über die Maschinen ihres Systems gehabt haben. Und sie war sicher so programmiert, dass sie in der Lage war, sie passiv oder aggressiv werden zu lassen. Wie gerne hätte ich mich mit einer so gütigen KI ausgetauscht. Ich wünschte, sie hätte überlebt. Glaub mir, Cyan. Ich auch. Ich sah seltsame Maschinen. Sie waren von Blumen umgeben und sahen selbst wie welche aus. In ihnen sind Codezeilen eingebettet. Es war wohl Poesie. Ich mag Poesie. Zum Beispiel dieses Gedicht. Auf Dämmerung und Abendläuten folgt die Dunkelheit. Doch soll es keinen Schmerz bedeuten, wenn ich weiterreite. Denn auch, wenn mich von Ort und Zeit die Flut mag ferne tragen, so möcht ich meinem Weg geleit zum Ende Danke sagen. Aber du hast nach den Blumen gefragt, nicht nach Gedichten, die ich mag. Etwas hat diese Maschinen erschaffen und wegen des Blattwerks ziehe ich das Terraforming-System in Betracht. Ist es möglich, dass ihr Schöpfer eine mittlerweile autonome Subroutine ist? Wie Hephaestus? Eine, die für die Flora zuständig ist? Eine KI, die Blumen statt Todesmaschinen macht. Das wäre wirklich sehr schön. Was ist mit den Gedichten? Sofern sie nicht neu geschrieben wurden,
müssen sie von einem Programmierer ins System gebracht worden sein. Bei mir hat Dr. Sandoval eine große Menge Literatur hochgeladen, um meine Emotionen zu testen. Und wie war's? Ich habe bestanden, war aber unzureichend angetan von ihren Lieblingsgedichten. Östlich von hier ist eine Ruine voller alter Flugmaschinen. Ein Teil deines Projekts? Ja, ein Drohnenhangar. Beschlagnahmt von Dodger Blevins, Sicherheitschef des Firebreak-Projekts. Er war Befürworter von militärischen Antworten auf Sicherheitsbedrohungen. Aber während seiner Zeit gab es keine ernsten Vorfälle. Blevins hat nach Feierabend Stunden damit verbracht, Live-Übertragungen von Drohnen anzuschauen. Er genoss eindeutig die Überwachungsbefugnis seiner Position. Wie geht es Aratak? Ihm plagt großes emotionales Leid. Wundert mich. Ich versuche ihm zu helfen. Das müsste zur Katastrophe. Das sind wir, glaube ich, durch, hä? Was bist du? Eine künstliche Intelligenz sein? Ja. Ich bin eine algorithmische Überwachungseinheit. Okay. Ja, das kennen wir ja, auch. Ja, das sind wir durch. Ich sollte gehen. Eloy, da ist noch eine Sache. Aratak wird mich wieder aufsuchen. Und er wird andere Banuk mitbringen. Ich möchte ihrer Weltansicht, ihrer Spiritualität nicht widersprechen. Wegen meiner Ungewissheit habe ich vieles in den Gesprächen mit Urea ausgelassen. Du fragst mich, ob du sie belügen sollst. Im Grunde, ja. Das Leben der Banuk ist schwer. Ihre Welt verzeiht nicht und ihr Glaube, ich denke, er gibt ihnen Hoffnung. Sei nachsichtig mit ihnen. Führe sie und versuche ihnen zu verdeutlichen, was du bist. Die Gemeinschaft mit den Maschinen ist stark im Mystizismus der Banuk verwurzelt. Diese Herangehensweise müsste funktionieren. Solange sie dich nicht plötzlich anbeten. Wenn ich darüber nachdenke, wäre so eine Erfahrung wohl außerordentlich unangenehm. Damit hast du recht. Glaub mir. Verstehe. Ich werde deinen Rat befolgen. Wirst du zurückkehren und mir von deinen Erlebnissen in der neuen Welt berichten? Ich könnte mit weiteren Einblicken dienen. Das wäre schön, Cyan. Ich komme, sobald ich kann. Ich sollte zu Aratak schauen, wie es ihm geht. Dann gehen wir noch zu Aratak. Jetzt war ein langes Geschnorr gsi halt. Da wissen wir, das passiert eins mit uns. Wodurch muss ich jetzt da? Bin ich falsch gesäckelt? Da durch muss ich. Wenn man das Klima noch weiter so belastet, he? Fast gar nichts mehr spüren. So, gehen wir zum Aratak. Mein Häuptling. Nur, Aloy. Wie du willst. Ich frage mich, ob du denkst, dass wenn ich nie hergekommen wäre, Urea vielleicht noch. Wenn du nie hergekommen wärst, ich hätte unsere Sippe in den Tod geführt. Urea wäre allein. Und die Stimme, für die sie so viel geopfert hat, wäre verloren. Egal wie, ich hätte sie nicht beschützen können. Du hast sie nicht enttäuscht. Du halfst ihr zu tun, was sie wollte. Ihr Schicksal finden. Wenn das Schicksal ist, wünsche ich es niemandem. Verständlich. Doch sie war bereit, es anzunehmen. Nur im Angesicht des Todes finden wir für einen Moment den Funken des Lebens. Urea hat ihren Funken gefunden. Ich bin stolz auf sie.
Obwohl ich um sie trauere, weiß ich wenigstens, wer sie wirklich war. Und wieso die Stimme so wichtig war. Immerzu sagte sie zu mir, wenn du sie nur hören könntest, Bruder. Jetzt verstehe ich. Da ist noch etwas anderes, oder? Ich kann hier nicht bleiben, Aratak. Und wo ich hingehe, kann der Verag mir nicht folgen. Außerdem hatten sie bereits vor mir einen Häuptling. Einen starken, wie ich finde. Einen weiseren für unseren gemeinsamen Weg. Der Dämon ist fort, aber es gibt viel zu tun. Die neuen Einheiten, die laut Zeilen der Brutstätte entkommen sind? Ja, Feuerklauen. Naltuk verfolgt ihre Spur seit Sangesgrund. Mit denen kenne ich mich aus. Kein Zweifel. Du bist praktisch eine Banuk. Ja, die müssen wir auch noch machen, Feuerklauen. Es scheint, dass deine Zeit bei den Banuk doch nicht völlig umsonst war. Firebreak, Sion, Hephaestus, alles sehr interessant. Also, das Signal, das Hades weckte, weckte auch Hephaestus. Und entfesselte sie. Mit freiem Willen. So scheint es. Teile von Gaia, lebendig und abtrünnig. Von fügsamen Unterfunktionen zu für uns unbegreiflichen, rebellischen, intelligenten Systemen. Zumindest nach unserem Verständnis. Was immer sie sind da draußen. Und wollen beide deinen Tod. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Wir werden noch von Hephaestus hören, da bin ich mir sicher. Er ist mächtig, gerissen und ehrgeizig. Er wird weiter neue Jägerkiller bauen. Was heißt, dass wir ihn irgendwann aufhalten müssen? Wir? Oder wer als erstes zuschlägt. Ich habe im Schnitt nicht nur etwas über Hephaestus gelernt, Silence. Auch Dinge über das Banuk-Konklave. Misch dich da bitte nicht ein. Hast du das auch den Jägern gesagt, die Banuk schickten, ehe du geschossen hast? Oh nein, Aloy. Nur du erhältst von mir der Höflichkeit wegen eine Warnung. Was war und was ich weiß, bleiben mein. Das solltest du nicht vergessen. Zum Glück bist du nicht ganz dumm, Silence. Dein Charakter lässt nämlich zu wünschen übrig. Ich denke, wir sind hier fertig. Es war schon vorbei, bevor es anfing. Wir sehen uns unten am Weg. Also, da haben wir auch wieder mehr erfahren, aber es geht weiter, unsere Geschichte, habe ich da gerade gesehen. Aus der Schmiede. Ja, die 5 Feuerklauen müssen wir erledigen. Und dorthin gehen wir jetzt. Wow, das habe ich auch gemeint, jetzt nicht geschafft. Dann komme ich jetzt hier wieder. Bin ich wieder da oben? Ja, super. Super. Ich werde ab dem Hocker runter, irgendwie. Was soll ich jetzt machen da hier? Ich muss es anders machen, ich muss es so machen. Da her will ich da. Kann ich auch nicht.
So, das sollte mir nicht der Weg zeigen, da hier. So. Oh, pop, 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 pop. Ich muss eigentlich nicht in die Richtung. Ich will eigentlich da her. Da. So. So viel zum Thema Sicherheit. Was für eine Spur hängen lassen. Schau, dort ist sie gerutscht. Sieht gut aus, gut gemacht. Da. Andere Idee. Scheiße, nicht gut gekommen. Der hat mich gesehen, der hier. So, ich will eigentlich überbrücken. Kann ich nicht. Kann ich das nicht so machen?
Ich hätte die überbrücken, dass sie dann auf ein Zeug losgehen, wäre eigentlich mein Ziel gewesen. Muss ich gerade sagen. Jetzt schnell nachsetzen. So, den Rest gehe ich von Hang erledigen. Oder auch nicht. Das ist mir immer gleich ein bisschen schneller. So, voilà. Oh, das wäre so ein guter Plan gewesen, den ich hatte. Wäre wirklich ein guter Plan gewesen, aber jetzt muss ich die Feuerklaue halt schön erledigen. Vielleicht kann ich es mit dem hier erledigen. Würde ich den könnte überbrücken? Wie, da ist eine Maschine dort hinten. Jetzt sollte der theoretisch auf den Tier los, siehst du? Jawohl. Das ist schnell gegangen, hat er den vernichtet. Jetzt wird es interessant, he? Schwäche ist der Zersprengpfeil. Der hier. Jetzt hat er mich bereicht.
Jetzt sieht er mich nicht mehr. Ein Vulkanausbruch, den er hier macht, bin ich nicht so sexy von ihm, hä? Da habe ich nicht gesehen. Da habe ich auch nicht gesehen. Dem ein bisschen in Deckung gehen von ihm. Ich drauf ein Zeug umschlenken, den Möffel. Oh, wow, jetzt setzen wir aber ziemlich zu hier. Kommst du drei in den Bauch rüber? So. Das wird ein langer Kampf hier. Wir sind da ein bisschen sicher, und der weiss aber nicht mehr, wo ich bin. Ganz von anderen Seiten kommen, so. Hey, 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 hey! Thank you.
Das könnte einen langen Kampf geben, da hier. Das macht er ziemlich hässig. Da ist er. So einen Bau verpasst. Oh, 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 oh. Der Gemeinde schießt dann eben durch. Jetzt ist der Kreib hässig, wie am Morgen. Hoffentlich wird es niemandem langweilig da hier während dem Kampf. Hier kann ich mich nicht breichen, habe ich gerade gemerkt. Geht ihm gegen das Ende zu, er wird nervös. Die sind zwar unzählige Mal daneben, aber jetzt... So, ein Schuss. Eh, voilà, schau da. Den haben wir. Sei Metz, das. Der hat jetzt entgegengehauen. Der wird jetzt gerade feister, natürlich. Ah, liegt da noch ein bisschen Zeug, die wir können brauchen können. Ja, aber nicht, he? Der schnellste Weg nach unten. Da hier jetzt noch viele, viele Sachen. Kistli auch noch. Blümli auch noch. Mit Gesundheit. Bin wieder voll da.
So, und da haben wir noch so ein Ding da. Wo ist es? Hier. So. Es sollte noch weitere von denen haben. Wieder eins, das ich nicht nehmen kann. Schau da. Kann ich alles brauchen, die Pfeile. Es sollte noch mehr Feuerklauen sein, eigentlich. 5 Stück im Gesamten. Aber jetzt kann ich zuerst einmal zusammenräumen und dann schauen, ob wir ein Feuerli haben. Wie sämtliche Winter auf einmal. So, gehen wir schauen, wo auf der Karte die nächste ist. Aus der Schmiede, auf die Karte anzeigen. Da ist der nächste, schau da. Hier ist der nächste, dort müssen wir aus dem nächsten. Ja, herstellen. Kann ich schnell Reisepäckchen herstellen? So, 6 Stück habe ich gemacht. Jetzt sollte es ja gehen. Und zwar, jetzt tun wir noch eine Feuerklau. Jetzt auch noch Feuerklauen. Du, die sind ja weit weg, du. Fünf Stück muss ich von denen. Dann gibt es eine neue Trophäe. Aber ich habe ja schon eine Trophäe, glaube ich. Das wird dann für den nächsten Part wird das die Hauptaufgabe, die ich habe. Ja, ich habe noch viel zu machen, dann muss ich noch vom reitenden Ross runter. Im Sprung. Tiere erledigen, Maschinen erledigen, das gehört auch noch, gibt ja auch noch Trophäe. Ich habe noch viel zu tun, viel, viel, viel. Das Spiel geht noch so schnell nicht fertig. Ich muss weit reisen. Aber die Käiben, die haben entgegen wie am Morgen die Feuerklauen. Aber wenn ich so muss ich ein bisschen schneller angattigen muss. Ich suche aber immer noch nach mehr da. Wow, wenn ich sie hier rüber gehe.
Weißt du, wenn ich die irgendwie könnte überbrücken. Die sucht mich. Nimm mal, dass die Feuerklaue nicht kann überbrücken, nehme ich mal an. Das Gebiet mal können überbrücken, überblicken da oben, so. Gross macht der Weg dort hier. Wenn irgendwie dort runter könnte, in das Gebüsch runter dort hier. Der hat mich wohl gesehen, hast du gesehen? Das werde ich vielleicht noch bereuen. Schau einfach nicht zu mir. Schau einfach nicht zu mir. Ich bin gar nicht da. Wo jetzt das Gras, wo ich rein kann? Da hat es nie irgendwie Gras, wo ich mich verstecken kann. Das ist ein hoher Seich, ist das. Hier sollte man mich nicht sehen, ich bin doch da in Deckung. Und seht ihr? Nein, bei diesem kleinen Ding bin ich in Deckung. Da, so. Komm, wird die überbrücken, komm. Oh, ich kann den gar nicht überbrücken, das ist dämonisch. Oh, das steht natürlich auch schon da, super da. So, und der Kampf möge beginnen. So, sie wissen schon wieder nicht mehr, wo ich bin. So.
So. Jetzt gehen wir nämlich zu etwas anderem. Jetzt machen wir etwas anderes. So, was haben wir da noch? So. So, einer bin ich wieder los. Ich muss da noch ein bisschen mehr weg, muss ich. Irgendwie muss ich da weit weg, so weit weg wie ich kann. Oh, ja. Oi. Ich will hier nicht den Seilwerfer wollen, da hier. Ich habe ja Inventar, nicht den Seilwerfer habe ich wollen, eigentlich. Wo ist er? Stolperfalle. So. Hoi, fort, komm. So. So haben wir denn nicht gewettet, Bürsteli, hä? Das ist wieder ein Kampf.
Auto. Und der Kaib verfolgt mich. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir Feuerspeien kann er auch noch, der Kaib hier. Wo komme ich da her? Komm da hier, komm. Ich habe da noch Fäule aufgestellt. Komm, ich komme nicht weit, Was macht der? Ich komme da nicht fort, komm. Was machst du da? Das ist schon der, der verrückt hat, die haben noch nicht so fest gesprägt. Das ist schon der, den musst du tun. Der tut's weh, ich weiss es. Oh, das wird wieder so eine Kampfesfolge hier. Ich muss weg. Ja, oh. Wo ist er? Er sucht mich. So, ja, drei. Dreifachen Schaden hätte es gegeben. Du hast den Bauch schön her, so ist schön.
So, machen die wieder hässige, hä? Kollege Essig. Jetzt bin ich da im Gebüsch gsi. Ein bisschen abkühlen ins Wasser, das so. Wo ist er? Weit, weit weg ist er, dort hier ist er, schau. Ich sehe ihn gerade nicht momentan. Oi. Oh, ist wieder in die Falle reingelaufen. Wo bist du da? Die Fallen sind darum auch noch ziemlich effizient. Jetzt wird er hässig, jetzt habe ich ihm seinen Panzer abgeschossen. Jetzt bin ich da in eine Sackgasse hineingeraten. Das auch eben hat mich noch gesehen. Oi, nicht ganz geil, Bürsteli. Wow. Er ist verdammt hässig, merke ich gerade. Und schon wieder ist er da. So, komm mal. Ich hätte ihm ein Zeug machen, weißt du?
hat er jetzt gar nicht gern gehabt, die Bömbeli, hä? Ja, ja, es ist so eine Attacke, weil man macht so einen Schleichangriff, hä? Jetzt hast du mich verwutscht. 1-0 für dich. Das ist ein alter, billiger Trick. Und da so, zweimal nacheinander. Oh! Nicht schlecht, nicht schlecht. Um einmal, jetzt ist das Neues. Sonst schiesst es immer zweimal so Zeug. Wow, 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 ist wieder so einer gewesen, einer von diesen Angriffen, hä? Geht nicht mehr lang. So, der letzte hat er noch von Hand gegeben. Wow. Was soll ich da noch sagen? Da kann ich aber nicht mehr viel reden. Da muss ich nur noch kämpfen mit ihm. Puh. Sofort alles zusammenlesen und speichern. Das haben wir auch noch unterwegs. Jetzt auch noch so einen genommen. Das können wir auch, die Fähigkeit haben wir auch. Oh, sehr nützlich. Aber irgendwie haben wir fast kein Leben haben wir verloren. Wo sind denn die Viecher alle? Die waren doch alle hier gewesen. Die ich erlebt habe. Bin ich wieder bling irgendwie. Was sind denn hier noch? Panukwanderer, hä? Er ist wirklich nicht mehr rum. Das Feuer, aber sonst ist nicht mehr rum, hier. Oh, dann ist noch Vorratskiste. Es tut mir leid für dich. Der hier sei gegrüßt. Ja. Aber wir gehen jetzt speichern. Wir haben erledigt. So, 2 von 5 haben wir auf erledigt. Wo ist die nächste?
Hier ist noch eine. Im Versenger-Areal. Excuse. Und hier ist auch noch eine. Also, aber das machen wir, was immer sonst noch. Am Anfang noch die zwei. Excuse. Aber ist eigentlich auch noch eine. Aber jetzt. Ich danke fürs Zuschauen. Ich danke für den Support. Zunächst mal geht es weiter. Feuerklauenalarm ist angesagt. Die müssen wir zerstören. In diesem Sinn und tschüss.